wir befinden uns hier erstmal in der Stadt Weißenwölz und zwar auf dem Westflügel des Schlosses. So, wir sind jetzt erstmal zuständig für Ortsteile Grünflächen. Das heißt, wir haben 5 Standorte, 4 als Bauhöfe in den als Stützpunkte und eine auf dem Friedhof in Weißenwölz, dann in die Friedhöfe, den Ortsteilen mitbetreut. Na, wir haben uns mehr oder weniger für die Akkutechnik entschieden, weil wir ab dem 01.01.2016 die Kindergärten und Schulen auch bekommen haben zur Pflege. Das heißt, hier muss gewisse Ruhe beachtet werden, dass man auch arbeiten kann, um Lärm zu vermeiden, sagen wir mal vor Ort, um gewisse Tätigkeiten auch trotzdem, auch wenn Unterricht ist oder Schlafzeit in den Kindergärten ist, durchzuführen. Wir sind hier in der Schule von Stadt Weißenfels, sage ich mal. Und das sind eine unserer Bereiche oder viele Bereiche, wo wir arbeiten, wo wir tätig sind, wo wir eben die Vorteile von den Akkugeräten auch ausnutzen können, da wir im laufenden Schulbetrieb, sage ich mal, mit diesen Geräten arbeiten können. Wir haben hier eine Ausschreibung gemacht und haben hier auch diese Technologien richtig unter die Lupe genommen. Das heißt, nicht ich speziell, sondern die Mitarbeiter haben das auch vor Ort getestet. Jedes einzelne Produkt, was wir kontrolliert haben oder geprüft haben, wurde von den Mitarbeitern geprüft. Und man hat sich dann im Endeffekt für dieses Produkt fürs Quorner entschieden. Was ich gedacht habe, als ich das gehört habe, eigentlich total skeptisch. Aber der Akku geht länger. Das ist schon mal vom Vorteil. Und er bringt ja auch das, was es soll. Ich komme lang hin, ich kann mit 2 Akkus komme ich über den Tag und geladen in der halben Stunde, in der Mittagspause ist der Akku wieder voll und ich kann weitermachen. Keine Einschränkung. Wir haben im Vorfeld auch andere Hersteller getestet, haben uns aber für Husqvarna entschieden, weil anwenderfreundlicher oder wir mit Produkt überzeugter waren. Die Produkte waren handlicher, besseres Arbeiten damit. Der Know-how so sagen wir, ist irgendwo das i-Tüpfelchen dran und anwenderfreundlicher. War von den Produkten von Husqvarna überzeugter. Normalen benzinfreien Schneider musst du ja gucken, dann stehst du da, ziehst du an. Manchmal hakelt es nicht. Meistens funktioniert es einwandfrei und hier Akku rein, Knöpfchen drücken, los geht's. Und dann kann ich losrennen, Kanten putzen. Wenn ich rechts putze, schmeiße ich den Dreck nach links. Wenn ich links putze, schmeiße ich den Dreck nach rechts, weil rechts-links-Lauf vom Fadenkopf. Einwandfrei, ich kann mir das so einstellen, dass ich den Dreck nicht abkrieche oder größtenteils dann dorthin schieße, wo ich ihn haben will. Die gucken erstmal ganz komisch. Was ist denn das? Er spielt wo? Aber wenn sie dann sehen, dass sie eine Weile gucken und dann sehen, dass das wirklich funktioniert und dass man damit auch Fläche schafft, dann sind sie eigentlich überrascht. Weil sonst sagen die, ihr macht wohl ja nichts mehr, man hört euch nicht mehr. Wir sind schon lange fertig, weil man hört es ja nicht.